Hallihallo, ihr Lieben! Nach ein bisschen längerer Zeit haben wir gedacht, machen wir mal wieder ein Video, stellen euch mal wieder ein paar neue Sachen vor, beziehungsweise auch ein paar Sachen, die schon länger im Sortiment sind, aber die gerade jetzt wieder zu dieser Jahreszeit richtig interessant waren. Also, als allererstes mal, wie ihr wisst, produzieren wir ja selber Pasta, hausgemachte Pasta, durch Bronzematrizen gepresst, also richtig feine Sachen. Wie hier zum Beispiel diese Woche die hausgemachte Tagliatelle, ja? Tagliatelle all'uovo. Wir haben diese Woche uns gedacht, da wir für einen Weinabend die Hirschkeule bestellt haben, auf Nachfrage von einem Kunden, der bei uns einen Geburtstag feiert, haben wir uns gedacht, da machen wir doch diese Woche gleich passend zu den Tagliatelle noch einen Hirschragout. Ja, und dann haben wir einen Hirschragout von der Rinderkeule, der gestern Nachmittag über 3 Stunden lang gekocht hat, also was richtig, richtig Feines, also ein Rezept aus der Toskana. Und ihr könnt es als Set kaufen und dazu passend natürlich einen richtig leckeren Wein. Das Schöne hier ist, ihr müsst die Pasta nur kochen, die Tomatensauce nur ganz leicht erhitzen und dann die Hälfte der Tomatensauce mit der Pasta vermischen. Die Pasta dann im Teller tun und die restliche Tomatensauce dann auf der Pasta drauf, ein bisschen Reibekäse in Grana Padano drauf und die Welt ist in Ordnung. Ja, da kann man wirklich in 5 Minuten ein Gericht herzaubern, wie bei uns auf einem Weinabend von der Qualität her. Ja, also richtig, richtig fein. Und die Weine, die ich euch vorstellen möchte, da haben wir mal gedacht, was passt denn jetzt so ein bisschen zu dieser Herbstzeit an Rotwein und passend zu diesem tollen Rezept. Ich habe jetzt einmal ein bisschen was vorgestellt, von ein bisschen leichter bis kräftiger, habe ich mir gedacht. Und einer meiner Lieblingsweine ist der Barone Nero. Der Barone Nero, den hatten wir vor einigen Jahren in den Special Offers. Ja. Das ist ein richtig, richtig leckerer Wein aus 3 Reben, also ein Cuvée. Da haben wir einmal die Cabernet Sauvignon Rebe, einmal haben wir die Refosco Rebe. Und einmal haben wir, hilf mir ganz kurz, Desi, jetzt für die Malbec-Rebe, genau, der Name ist ein bisschen schwierig. Die Malbec-Rebe, genau. Diese 3 Reben zusammen als Cuvée oder wie es die Engländer sagen, als Blend, entsteht ein wunderschöner, fruchtiger Wein, der aber wirklich gesellig ist, also der ist wirklich gesellig, trotzdem richtig schön fruchtig ist und hinten draus trotzdem ein bisschen dieses Elegante hat. Also ist ein richtig schöner Wein für die, wo es jetzt nicht unbedingt so richtig kräftig süditalienisch mögen. Ja. Denn als nächsten Wein haben wir hier, oder beziehungsweise die nächsten 2 Weine sind auch interessant. Es sind beide Weine, die aus Reben hergestellt werden, die auf der Pflanze austrocknen. Einmal mit dem Namen Appassimento. Appassimento, den kennst du ja, das ist eine Methode, wo die Reben auf der Pflanze austrocknen oder wenn man sie von der Pflanze holt, legt man sie auf Brettern und lässt sie dann austrocknen. Das machen die Norditaliener gern. Die Süditaliener machen das direkt auf der Pflanze und dieser Wein heißt Primitivo Appassimento, genau, wie ich vorher schon gesagt habe. Und das ist unser Passitivo aus der Linie Passitivo, den gibt es auch in Rosé und aus der Primitivo-Rebe, also eine richtig tolle Rebe. Primitivo kennen ja die meisten von euch, da sind wir ja spezialisiert. Und mit dem Appassimento-System entsteht ein richtig toller Wein. Und mit demselben Appassimento-Methode macht es ein anderer Winzer mit der Rebe Negro Amaro und Shiraz. Mit dem Namen Appassolento. Appassolento übersetzt es in langsamen Schritten. Ja? Also das, weil in langsamen Schritten die Rebe zum Austrocknen gebracht wird. Und diese 2 Weine sind richtig toll, die haben hinten raus natürlich durch die Austrocknung der Rebe steigt der Zuckergehalt und es entstehen fruchtige Weine, aber trotzdem richtig edel, denn die werden noch in Holzfässer noch zusätzlich gereift und diese Weine sind wunderschön strukturiert. Und dann haben wir natürlich aus Manduria, eine Kleinstadt im Salento, in der Provinz von Taranto. Dort ist der Primitivo eigentlich in dieser Kleinstadt eigentlich zu 100% zu Hause und nur dort hat der Primitivo eigentlich einen DOC-Siegel, also einen Qualitätsprädikat. Und dieser Primitivo di Manduria, das ist ein 2021er, auch dieses Jahr, also auch mit diesem Jahrgang hat er die goldene Medaille gewonnen, ist ein richtig, richtig feiner
Primitivo sehr traditionell vinifiziert, sonst hätte er keinen Qualitätsprädikat. Also diese Methode ist ein bisschen modern, die Austrocknung der Reben auf der Pflanze ist eine moderne Variante, aber trotzdem richtig tolle Weine, gerade für den deutschen Geschmack perfekt. Und hier haben wir die traditionelle Methode vom Primitivo. All diese Weine findet ihr bei uns, die dürft ihr bei uns vor dem Kaufen verkosten. Kommt vorbei, verkostet die Weine und vielleicht hat ja dann der ein oder andere Lust auf eine schöne Pasta, also allein schon die Farbe. Ja. Und wenn man sich das Ganze noch mit dem Hirschragout vorstellt und mit einer dieser Tröpfchen, dann ist der Abend gerettet. Also, ich stoße an auf einen schönen Nachmittag, was ich euch noch wünsche, zum Wohle Salute.